Wie ist die Ladesituation in meinem Taunuszentrum und die Ladetarife? Ich bin mal wieder in mein Taunuszentrum und lasse meinen Tesla automatisch einparken. Dies ist in weniger als 25 Sekunden erledigt. Ladestecker nehmen, reinstecken und nach gut 5 Sekunden fängt er an zu laden. Kennt ihr eigentlich schon den neuen Supercharger in meinem Taunuszentrum, der am 26. August nach mehr als einem Jahr Verspätung endlich eröffnet wurde? So sah es im Dezember 2019 in meinem Taunuszentrum mit den Lademöglichkeiten aus. In meinem Taunuszentrum kann man rund um die Uhr kostenlos parken, ob man nun einkaufen gehen will oder nicht. Im Parkhaus P6 im Erdgeschoss an der Südostecke existieren 4 Ladestationen. Mehr öffentliche Ladestationen waren es damals nicht. Im Sommer 2020 wurde die Anzahl der Ladestationen von 4 auf 8 erhöht. Irgendwann im Frühjahr 2023 wurden die Allego-Ladestationen in Betrieb genommen. Es waren 6 22 kW Ladestationen und 6 Schnellladestationen mit maximal 300 kW Ladeleistung. Für 73 Cent die Kilowattstunde kann man hier auch kontaktlos mit Karte bezahlen. Und dann Ende August endlich die Supercharger von Tesla. Und jetzt im September 2024 habe ich hier auch eine NIO-Wechselstation gesehen. Meine erste entdeckte ich im Ladepark Hilden. Wie sieht es denn aktuell mit den Ladetarifen aus? Hier werden jetzt nur die Preise, die keine monatliche Grundgebühr haben, aufgezeigt. Für mich als Maingau-Kunde sind 49 Cent pro Kilowattstunde bei AC-Laden einigermaßen okay. Alles andere finde ich gegenüber der Benzinpreise doch relativ überteuert. EWE Go hat wenigstens ab November einheitliche und übersichtliche Preise für alle. Drückt die Pause-Taste, wenn ihr euch alles genauer anschauen wollt. Daumen hoch, abonnieren, Glöckchen aktivieren, nichts verpassen. Thank you.